Meinetwegen, da sind die Lakaien. So, yes. Wo sind die denn? Oh, hier sind die UP. Den müssen wir auch um die Ecke bringen. Tut mir echt leid, aber... Sind die alle auf dem Dach oder was? Das gibt's ja nicht. Okay, 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 okay. Ruhe jetzt. Jetzt gib mal Ruhe, mein Freund. Ich glaube, ich bin fast da, Eugene. Werden mir deine Freunde zur Hand gehen oder zur Kralle oder so? Wir kämpfen gemeinsam, Dennis. Das weißt du. Bis der letzte Akula und DOP-Verräter fällt. So, jetzt erstmal aufladen. Mit mir. Jahaha. Ist es denn wahr? Du Feigling. So. Jetzt muss ich das Signal nochmal verfolgen. Komm, Herr Raden. Wir haben einen gemeinsamen Feind, jedoch scheint ihr bereit, uns diesem Feind zu opfern. Ich bestehe auf einem Treffen, um diese Tragödie zu beschließen. Ja, komm, egal, was er zu sagen hat, ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben lange genug angehört. Und, ne? So super interessant ist das jetzt auch nicht. Wir können sogar hier irgendwo Video-Dings... Achso, das sind immer die... Okay, das sind immer diese... Satellitenschüsseln. Hallo, du sollst da rein. Yeah, man! Oh, das war ja blöd. Voll verkackt. Das war ja gar nichts, ey. Total für den Arsch. Ich will da eigentlich hoch. Akulas und DOPs. Ich hatte gehofft, dass sie das tun. Es beunruhigt dich nicht. Okay, Eugene. Fehlen nur noch deine Freunde. Müssten jeden Moment da sein. Sie mussten nur ein paar Sachen abholen. Und jetzt liefern sie sie ab. Also für einen Typen, der sein Gesicht nicht zeigt, hast du einen echt schrägen Humor. So, dann wollen wir sie mal erledigen, nicht wahr? So. Egal, die UP sind gefährlicher als Akula. Legt euch nicht mit mir und meinen Dämonen an. Das sind meine Dämonen. Hey, ich bin bei ihm. Seine Dämonen, aber er ist ein Feigling. Leider immer noch. Wow, das war gut. Der Schuss hat richtig gesessen. Diese Feiglinge vom DUP. Boah, da gibt's irgendwo einen starken. Die wollen mich echt hier fixieren. Was willst du denn hier? Russen-Mafiosis hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ich bräuchte mal. Hallo? Bist du mal leise? Vielen Dank. So, da ist noch einer. Den... können wir nicht so leicht ausschalten, aber wir holen uns jetzt hier Neon. Wuhu! Bratz, und dann war es das mit ihm. Wir haben leider nicht das ganze Neon bekommen, aber jetzt. Wer ist jetzt noch hier und nervt? Das ist der Big Boss hier, ne?
So. Ja. Alles klar, der ist da oben. Du bist so ein Feigling. Ey, was war das denn? Ist es denn wahr, sag mal? Ihr feigen DUP-Schweine, hier geblieben. So, war's das? Nein, da ist noch irgendwo einer. Da hinten, okay. Zack. Oh, ich wollte das gerade nehmen. War's das? Nee. Nee. So, der wäre auch tot. Eugene, hast du noch ein paar Dämonen für mich? Ja, könnte aber eine Weile dauern. Ich hab keine Weile. Die ich hier habe, sind gleich aufgebraucht. Oh. Nein, das darf nicht sein. Lass mich jetzt nicht hängen, Mann. Ich kann das nicht mehr. Eugene, bleib bei mir. Eugene. Shit. Komm schon, Mann, du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen. Alter Vater, was sind das denn jetzt für Gegner? Ich brauche auf jeden Fall hier... Wow. Es gab mal eine Zeit, da waren das noch Endgegner. Jetzt irgendwie nicht mehr. So, jetzt muss ich mal kurz... Nee, wir haben hier leider nichts. Das ist ja ein bisschen arg blöd. Egal, wir saugen einfach hier den. Okay, jetzt habt ihr das kaputt gemacht. Habt ihr toll gemacht. Arschloch, blödes. Puh. Hat das hinter sich? Nicht wirklich. Eugene? Was? Bitte, dass du das bist. Jetzt werdet ihr den Zorn des Himmelsfeuers spüren. Oh, so ein Zorn habt ihr noch nie erlebt. Jawohl, Eugene. Okay, Teen Angel. Ich hab sie für dich weiß geklopft. Hey, Eugene, wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das geht? Du bist unwürdig! So, wieder ein paar DUP-Spackos, die da sind. Aber Eugene, meine Fresse, der hat ja doch... Hat er doch was drauf, ne? Hätte ich ja ihm gar nicht mehr so zugetraut. Mein Gott, ne. Wir müssen die dicken Klötze hier irgendwie wegbekommen. Jawohl. Jawohl. Das war's. Also das war's noch nicht ganz, aber die Dicken sind aus dem Weg. Und wir zeigen keine Gnade. Ja, recht hat er. Genau. Haben wir es jetzt geschafft, ja? Wunderbar. Schon witzig, wie ein kleines wahlloses Gemetzel die Welt gleich viel besser aussehen lässt, was? Hey, dafür habe ich mir auch richtig Mühe gegeben. Deswegen habe ich meine Ehrenrunde verdient. Also, wo sind deine Freunde? Netter Abgang. Aber er ist und bleibt ein Freak. Das wird sich nicht ändern. Und eine Trophäe erhalten, wenn das nicht schön ist. So. Da unten kann man Graffiti machen. Da gehen wir auch hin. Yay, wir springen das Haus runter. Boom. Ich hoffe, es war auch jetzt hier unten. Natürlich nicht.
Vielleicht war es hier. Dustin, auch nicht. Bist du bei einem Fernseher? Seit Eugene bemühe ich mich darum. Die Nachrichten haben eine Explosion am Turm gemeldet und es dann wieder rufen. Such dir einen Aussichtspunkt und check die Lage. Eine Explosion am Turm und dann wieder rufen. So, bevor ich hier die Lage checke, hole ich mir die Scherbe. Da kannst du aber sicher sein. Wo ist sie? Hello? Da. So. Die fällt jetzt leider bis da nach unten. Egal. Wen juckt's? Die holen wir uns aber gleich. Was? Schalten sie alle Feinde? Ja, wollte ich gerade sagen. Problembär. Den holen wir uns. Ich wollte schon sagen, wir haben doch überhaupt gar keine Feinde hier in der Nähe. Wieso kann ich denn hier nicht ein bisschen krickeln? Ja, Eugene hat zwar einen richtig geile Aktion gerade gebracht, als er der Riesendämon wurde, aber ich halte ihn immer noch für bekloppt. Er passt nicht ganz in dieses Team herein, mit Fetch und so. Was ist eigentlich mit Fetch? Ich habe jetzt schon lange nichts mehr von ihr gehört. Da. So. Ach, da kommt doch bestimmt noch was. Lass dich kreativ aus, guter Delsin. Jawohl, Godzilla-mäßiger Problembär. So, wir sollen da hinten hin. Das ist nicht ganz richtig, weil ich möchte erstmal hier hin. Wow, wie punktgenau wir hier gerade gelandet sind. Denn da ist irgendwo unser Ziel. Eine Explosion gehört oder berichtet und dann das Ganze wieder rufen. Hä? Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Die Rückkehr. Reg, hattest recht. Alles voll, aber niemand schießt. Jetzt verbannen sie die Polizei von Seattle aus dem Gebiet im Hafenviertel. Irgendwas soll wohl geheim bleiben. Na, das sehe ich mir mal an. Klingt, als hätten sie die Gruppe mit APCs eingedeckt. Bleib auf den Dächern. Du sagst dich zu viel. Bleib auf den Dächern. Ja, wir bleiben auf den Dächern. Hey, Reg, weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder. Für Sightseeing ist später Zeit. Ist ja gut. So. Oh, wie es hier aussieht. Das ist aber gar nicht nett. Hallo? Ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Na komm, wir gehen kaputt. Muss ich da oben dran schießen? Anscheinend. Okay, dann halt mit der harten Tour. So. Da ist der Turm. Aber da sollen wir ja nicht hin. Das ist wunderbar, dass wir hier so easy jetzt mit unserer Neonkraft einfach laufen können, ohne dass der abbricht. Warte, muss ich jetzt doch auf den Boden? Reg, überall Brandspuren. Sieht aus wie mein Werk. Also noch ein Rauchkonduit. Eigentlich logisch. Von allem gibt es mehr als einen. Ich hatte wohl mal auf etwas Neues gehofft. Zeig mir, was du mit Werk meinst. Was? Ach so, muss ich jetzt hier Fotos, genau, Fotos machen.